relativ unelegant gelöst. Naja, gut, kann nur besser werden. Dabei waren die ersten Runden so gut. Naja, egal, jetzt geht's weiter. Eben haben wir natürlich nur durch Pech verloren, obwohl wir natürlich spielerisch brilliert haben. Ups. Wäre schön, wenn es nicht zweimal passieren würde. Oh, war das gut. Das ist gute Runde. Verdammt, ich habe vergessen, dass der auch aufgeht. Naja, egal. Passt schon. Oh, schöne Runden. Sehr gut, dass ich das Spiel noch gewechselt habe. Oh, es macht sehr viel Spaß mit dir. Big Fans. Das freut mich. Wie alle hier links hängen, das ist. Nur das noch an. Boah, das ist so ein... Ich meine, letzten Endes konnte er dafür nicht mal viel für, dass ich jetzt so gesagt habe, dass ich jetzt so getriggert bin. Aber er hat mich einfach weggedrückt. Das Kinn war zu fett. Oh ja, erstmal emoten hier. Erstmal das Hühnchen machen. Irgendwie muss ich immer, wenn ich den Chicken Emote, entweder ich muss an KFC denken, witzigerweise, oder an das dieses Lied, ein kleines, im Radio ist ein Küken. Oder an Moorhuhn. Das habe ich früher auch immer gern gespielt. Mal gucken, ob man da noch irgendwie drankommt, das könnte ich auch mal wieder, dass ich nochmal zocken kann. Thank you.
Ich bin da auch ganz selten, um ehrlich zu sein. Ich weiß deshalb auch gar nicht so genau, warum mein Kopf diese Assoziation dazu hat, aber naja, okay. Jetzt gehen wir erstmal auf eine Party. Auf eine Party? Machst du heute Party? Ich mache heute Party. Gott, ja. Ich hatte eine gute Kindheit. Ey, das ist der Falsche. Lass mich los! Ich habe mich gerade nicht mehr gesehen. Ich bin einfach stehen geblieben in dem Hoffnung, dass es passt. Es hat gepasst. Pusten! Ist überhaupt schon irgendjemand rausgeflogen? Mann. Ich dachte jetzt kommt irgendwas, wo man raus, wo irgendwo Leute rausfliegen, aber kommt ja auch nicht. Jetzt nur nicht vorne runterschieben lassen, alles ist gut. Ich finde das gut, die vier sind noch disqualifiziert werden. Hoffentlich haben die dann einen Punkt Abzug noch, also einen Punkt weniger bekommen. Naja, egal, es sind eh nur zwei rausgeflogen. Das Level ist so leicht. Ja, ma, das gibt's auch in. Da gibt's auch. Oh, ich, oh, Also, das ist mein absolutes Hassgame in diesem Spiel. Es gibt kein Schlimmeres. So, das tut mir leid, dass du das jetzt mit mir in einem Team auch noch spielen musst. Ja, die Grad war einfach, das war einfach lächerlich. Aber, oh, ich hasse dieses Spiel so sehr. Carry mich. Ich krieg einfach diesen scheiß Pinguin nicht, das kann ja wohl nicht wahr sein! Okay, ich habe jetzt eben auch gewartet, bis der despawned ist, aber da ist der Pinguin weggelaufen. Aha, das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Ich bin so schlecht in diesem Spiel, ne? Ich hasse dieses Spiel einfach so sehr. Ich bin in diesem Spiel auch einfach nutzlos. Ich habe keine Taktik. Wenn ich die Leute hinterherlaufe, kriege ich keinen Pinguin. Wenn ich Pinguine suche, bekomme ich keinen Pinguin. Und ich habe gerade 27.000 XP gemacht. Das ist, that's crazy. Es gibt kein. Ich bin ehrlich, ich finde, es gibt kein schlimmeres Spiel. Es gibt kein schlimmeres. Das ist einfach nur die Hölle. Wenn ich eine Strategie hätte, wenigstens, wie ich da irgendwie dran gehen könnte, ich würde es ja tun, aber ich habe auch keine Strategie. Das war auf jeden Fall jetzt, war auf jeden Fall eine gute Show. Weiter geht's.
Ach so, ja, natürlich, unsere Strategie. Wir haben, ja, klar. Die. Wir hatten auch die ganze Zeit Pinguin in der Hand, aber das Pinguin, das Spiel hat einfach die Punkte nicht gezählt. By the way, sehe ich jetzt erst. Ich danke für dein Follow, Steff. Ja. Ich habe das gerade erst im Feed gesehen. Ich danke dir für dein Follow. Oder wenn du deinen Namen ganz hören möchtest, Steff Dams 90 oder 19 oder 90 oder, naja. Namen aussprechen kann ich nicht so gut, deswegen lasse ich das gerne sein. Vielleicht bist du auch einfach Steel Dams. Ah, was ist das für ein komisches Geräusch? Da kann man runterfallen? Damit hat das Spiel übrigens offiziell bestätigt, dass es mich nicht mag. Aber ich danke dir für dein Follow. Auch wenn das wahrscheinlich ein bisschen spät kommt. Ich sehe den Namen auch nur sehr klein geschrieben in meinem Feed. Das tut mir also sehr leid, wenn ich den sehr falsch ausgesprochen habe. Ich müsste mal meinen Bot einrichten, dass der auch eine Nachricht postet. Das wäre smart. Wir sind weiter, ne? Gut. Kann ja wohl nicht wahr sein, lasst mich los! Na toll. Ja, egal, ich gehe jetzt einfach. Du bist ja the first time gewesen, dann sollte das reichen, wenn ich hierher gehe. Und das Popcorn hinter mir lasse. Versuch schon wieder einer zu mogeln hier. Ja, Game Over. Qualified. Ich weiß gar nicht. Zukunft müssen wir auch noch bauen, ne? Ja, allerdings. Ja, allerdings. Es gibt auch so ein paar Level, die sind seit Season 1 dabei, wie Schleimkraxler und beziehungsweise Slime Climb. Und oh, ich hasse wieder. Oh. Ey, warum bekommen wir denn immer so. Und das kriegen die Leute trotzdem nicht hin. Und das ist trotzdem seit Season 1 dabei irgendwie. Weiß ich auch nicht. Aber das ist einfach nur nervig. Ja, weil das ist einfach nervig.
Aber ich glaube, zuletzt mal haben wir auch, glaube ich, den Weg einfach nicht gesucht, ne? Also, es gibt ja immer einen Weg, der weiterführt und. Das ist ja die Lösung des Labyrinthes praktisch und die muss man ja nur finden. Nur dass man halt ab einem gewissen Punkt nicht nur noch einen zurückgesetzt wird, sondern halt mehrere. In dem Moment, wo man mehrere zurückgesetzt wird, verliert man natürlich unglaublich viel Zeit. Aber diesmal scheint es besser zu laufen. Links, ja genau, ja, wenn ich das sage, dann ist es zu spät, ne? Ne, der rechts davon. Ja, genau, der, auf den du ja zuguckst praktisch. Ja, genau, der. Egal, wir sind qualifiziert worden. Das reicht. Ja, weil das in der Beschreibung steht. Nee, das ist immer die Lösung vom Labyrinth auf dem Boden ist immer der Weg, wie es weitergeht. Das habe ich mir letztes Mal, das eine Labyrinth habe ich mir letztes Mal irgendwie nicht gelöst bekommen, weil ich habe irgendwie bin da falsch abgebogen. Wegen dem Drehteil. Ja, wenn das nur random ist, würde, hätte ich mich viel mehr aufgeregt, wenn das Spiel kommt, weil nur dieses Random, das mag ich nicht. Deshalb finde ich auch zum Beispiel Türenlauf, wenn das als erstes Spiel kommt, finde ich das. DoorDash, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob das Türenlauf heißt. Ich habe es einfach jetzt 1 zu 1 übersetzt. Wenn DoorDash kommt, in der ersten Runde finde ich das okay, wenn es in der zweiten Runde kommt, finde ich schon richtig nervig, weil es einfach nur Glück ist, ob du weiterkommst oder nicht. Bist du so schnell? Warum bin ich so langsam? Warum bist du raus? Warum laggt das Spiel? Ja, vielleicht reicht's. Hat nicht gereicht, knapp. That's a game.